Wir schauen heute nach Ewigkeiten mal wieder meine animierte Geschichte. Heute gucken wir, je älter ich werde, umso jünger sehe ich aus. Mein verrücktes Leben. Ich bin gespannt, was hier passiert. Normalerweise ist man ja, wenn man älter ist, ist man ja älter und nicht unbedingt jünger. Also, hi, ich bin Peter aus Serbien. Und ich habe eine extrem seltene Erkrankung, bei der mein Alterungsprozess viel langsamer ist als bei normalen Menschen. Als ich 6 Jahre alt war, sah ich aus wie ein blödes 2-jähriges Kleinkind, weswegen die Leute mich auch so behandelten. Sieh, warum es frustrierend ist. Als Teenager wurde es noch schlimmer. Wegen meines Zustandes beschlossen meine Eltern, mich zu Hause zu unterrichten, bis ich etwas älter war. Mit anderen Kindern konnte ich... das macht Sinn. Ich habe das Gefühl, wenn du straight up, wenn du 6 bist... Und du wärst eigentlich in der Grundschule eingeschult. Aber du siehst aus, als wärst du gerade in den Kindergarten gekommen. Dann nimmt dich ja auch niemand ernst. Also, dann kannst du noch so viel sagen, oh, ich bin aber 6 und ich kann schon lesen. Und die Leute sind nur so, hier oben. Von daher, sinnvoll von den Eltern, dass sie da die zu Hause unterrichtet haben, meiner Meinung nach. Nur auf den Spielplatz würde ich auch treffen. Machen. Und ich wurde die ganze Zeit gehänselt, weil ich so viel kleiner aussah als alle anderen. Oh. Als ich ungefähr 8 Jahre alt war, spielte ich auf den Rutschbahn, als eine besorgt aussehende Frau auf mich zugerannt kam. Süße, hast du dich verirrt? Nein. Oh, armes Baby, kann wahrscheinlich gar nichts verstehen. Du musst solche Angst haben. Sehe ich ängstlich aus? Ich bin kein Baby. Aber sie hat mir nicht einmal zugehört. Ich liebe, wie die redet und ist so, oh, armes Baby. Ich habe das Gefühl, okay, klar, wenn du ein Kind hast, was vor dir ist und du denkst, okay, das hätte ich jetzt persönlich eingeschätzt als 4 oder so. Aber in Wirklichkeit ist es halt, keine Ahnung, 12. Und es redet mit dir und es... versteht auch Sachen und so und dann denkst du ja auch nicht, das ist ein 4-Jähriger. Als ich mich versah, rief sie einen Polizisten von der Straße her. Wir haben hier ein vermisstes Kind, Officer. Bitte, finden Sie Ihre Mama und Ihren Papa. Trotz meiner Proteste brachte mich der Polizist zum Revier und fing an, Fotos von mir zu machen für Kind gefunden Plakate. Oh mein Gott, ich kenne die Nummer meiner Eltern und meine Adresse. Ich wohne direkt gegenüber vom Spielplatz und ihr habt mich entführt. Das war der Anfang der vielen Male, die meine Eltern mich von der Polizeistation holen mussten. Also ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen unrealistisch meiner Meinung nach. Das ist ja die gleiche Polizeistation. Also du wirst jetzt ja nicht so weit weg vom gleichen Haus sein. Das heißt, normalerweise hat man auch nur eine Polizeistation in der Stadt. Und angenommen, das passiert öfter, dann spricht sich das ja irgendwo rum. Und wenn die Eltern dann kommen und erklären, hey, das ist keine 4-Jährige, die hat nur eine seltene Krankheit und eigentlich ist die viel älter, dann... Falls dann wieder Sachen gemeldet werden, dann hat die Polizei das auch irgendwo intern in ihrem System vermerkt und sagt doch, hey, nein, kein Ding, wir wissen Bescheid, das ist nicht gefährlich, damit nicht ständig die Eltern zur Polizeistation antanzen müssen. Also, sehe ich das falsch? Ich habe das Gefühl, das ist ein super unrealistischer Plotpoint. Ab der 7. Klasse durfte ich endlich zur Schule. Als ich das Klassenzimmer betrat, stieß mich ein Mädchen grob mit dem Ellenbogen an und sagte, ich glaube, du hast dich verlaufen, Kind. Oh, wenn ich nur jedes Mal einen Dollar bekäme, wenn ich das höre, dann wäre ich jetzt Millionärin. Und müsste nicht in der Schule sein mit dummen Menschen wie dir. Ich schubste sie zur Seite und ging zu meinem Platz. Aber noch, ich dachte, das wäre mehr so ein innerer Monolog für sie. So, oh ja, wenn ich das jedes Mal hören würde, wäre ich Millionärin. Aber dann der Burn mit dem, da müsste ich nicht mit dummen Leuten sein. Wie dir. Okay. Als ich in der ersten Stunde alle Matheaufgaben richtig gelöst hatte, rief mich die Lehrerin zu sich und war komplett erstaunt. Wow, Petra, du bist ein Genie. Danke. Warum? Weil du diese Gleichungen gelöst hast, die für 12-Jährige gedacht sind. Aber ich bin 12 Jahre alt. Die Lehrerin kicherte nur und tat dann etwas, was ich hasste. Sie kniff mich in die Wange. Oh, bist du nicht ein kleines, süßes Ding? Ja, du hast definitiv den Verstand einer 12-Jährigen. Egal wie oft ich es sagte, niemand glaubte, dass ich tatsächlich 12 war. Sie dachten alle, ich sei eine Art Babygenie, die ein paar Klassen übersprungen hatte. Irgendwann gab ich auf. Ich habe das Gefühl, honestly, just ride with it. Es schadet dir ja nicht. Im schlimmsten Fall denken die Leute halt, du bist super schlau und du musst dich halt nicht erklären. Du musst nicht die ganze Zeit sagen, ey, ich habe diese super seltene Krankheit. Du kannst einfach sagen, ja, und ich bin viel schlauer als ihr alle, ihr Idioten. Sie alle glauben, ich sei super schlau. Das, was ich machen das hat würde. Mir jedoch nicht geholfen, beliebt zu werden oder Freunde zu finden. Jessica, das gemeinste Mädchen der Klasse, war sehr verärgert, weil alle dachten, ich sei die Klügste. Und sie sorgte dafür, dass sich alle über mich lustig machten. Sieht dein Hintern so groß aus, weil du eine Windel trägst? In welcher Sprache ist das Buch geschrieben? Gugu Gaga? Ein anderes Mal aß ich alleine zu Mittag, als Jessica plötzlich an meinem Tisch stehen ließ. Wir hassen halt jetzt Jessica. Oh, wie soll das Baby all das mit ihren kleinen Milchzähnchen essen? Warum bist du so, Jessica? Was meinst du? Gute Frage. Ich meine, warum bist du so furchtbar zu mir? Du bist das beliebteste Mädchen der Klasse. Ja, ich weiß. Aber bevor du aus dem Nichts aufgetaucht bist, war ich auch die Klügste. Gut,
Du bist das hübscheste und klügste Mädchen der Welt. Das macht auch überhaupt gar keinen Sinn mehr. Wenn die gleichen Aufgaben lösen kann, dann ist Jessica ja genauso schlau. Kannst du mich jetzt in Ruhe lassen, bitte? Klar, aber lass mich zuerst alles zerdrücken, damit das kleine Baby es essen kann. Und dann fing sie an, mit der Faust auf mein Essen zu schlagen. Ich würde jetzt einfach an dem Moment sagen, Gott, schlag Jessica. Du bist so ein Psycho. Oder tritt sie. Ich das zerquetschte Stück Kuchen auf und schleuderte es ihr Let's ins Gesicht. Let's go! Ich nahm mein Saftglas und schüttete es auf das meinen Das ist, was Kopf wir hier aus. Sehen wollen. Das ist der Quality-Content, warum wir hier sind. Und eine Essensschlacht war ausgebrochen. Und die anderen sind einfach dabei. Und nach diesem Tag fand ich eine Ecke mit Laufstall für die Kindergartenkinder und aß dort die nächsten 3 Jahre allein zu Mittag. Oh bis no. Josh eines Tages kam und sich zu mir setzte. Josh war erst vor ein paar Wochen in unsere Klasse gekommen und er war absolut heiß. Bei all den beliebten Mädchen, die auf ihn standen, war ich mir sicher, dass er jemand wie mich gar nicht bemerken würde. Ganz deshalb problematisch. War ich ziemlich schockiert. Ganz problematisch hier. Warum isst du immer alleine zu Mittag? Ist das dein erstes Mal in einer Highschool? Ich erwarte nicht, dass ihr... Okay, jetzt, Josh ist 13, wahrscheinlich. Und sie sieht halt aus wie 6. Ich sag ja nicht mal, dass sie 6 ist. Ich sag nur, sie sieht aus wie 6. Und wenn Josh jetzt interessiert ist an ihr, weil sie aussieht wie eine 6-Jährige, weiß ich jetzt nicht, ne? Nee, mein Herz deswegen raste. Also, die ist auch ein bisschen unlucky, okay, wenn ich gerade drüber nachdenke. Aber ich habe das Gefühl, du ziehst halt so Leute an, wenn du aussiehst, als wärst du... Keine Ahnung, ein Drittel so alt, wie du bist. Also, you know, wenn ich aussehen würde wie, keine Ahnung, 7. Und Leute würden zu mir kommen und würden sagen, halt in meinem Alter, halt auch so, you know, um die 20-Jährigen. Und die würden zu mir kommen und sagen, oh ja, ich finde dich cute. Dann fände ich das hart weird, weil ich ja aussehe wie 7. Aber andererseits würde ich auch nicht mit einem 7-Jährigen zusammenkommen wollen, weil das wäre auch super weird. Deswegen, ich habe das Gefühl, du kannst hier gar nicht gewinnen. Ach, wurden Josh Sehr und ich wirklich gute Freunde. Ich meine, es ist okay, wenn Josh sich anfreundet. Anfreunden ist fair. Ist fair game. Aber ich habe das Gefühl, das geht in eine andere Richtung. Als er gekommen war, musste er viel aufholen. Und ich half ihm sehr gerne. Ich musste zugeben, ich war heftig in ihn verknallt. Der jährliche Frühlingstanz stand vor der Tür. Und das war alles, worüber in der Schule geredet wurde. Alle Mädchen quatschten ununterbrochen über ihre Kleider und mit wem sie gehen würden. Das muss richtig kacke sein, wenn du da nicht reinhörst. Aber als er es nicht tat, beschloss ich, dass ich nicht wie eine dämliche Disney-Prinzessin warten musste. Ich wollte ihn selbst fragen. Ich kaufte Tickets für die Eröffnungsshow Kurz. Des neuen Events. Gute Arbeit, Josh, dass du sie nicht gefragt hast. Kann ich appreciaten. Ist schön, wenn du dich mit ihr anfreunden möchtest. Okay, das freut mich. Als wir das Theater betreten wollten, hielt mich einer der Kinomitarbeiter auf. Hey, kleines Mädchen, du kommst nicht rein. Das ist ein Film ab 13 Jahren. Ich bin fast 16. Hier, mein Ausweis. Wir sehen so viele gefälschte Ausweise, Kindchen. Tut mir leid, aber ich kann dich nicht reinlassen. Und damit hat er mich aus der Reihe gestoßen und sich geweigert, mir zuzuhören. Oh, ich kann es nicht glauben. Dann lass uns gehen. Gehen? Ich meine, was bringt es, beide Tickets zu verschwenden? Oh, Josh ist trotzdem zusammen, okay? Idiot. Er drehte sich einfach um und ging hinein. Ich war so wütend. Verständlich. Ich konnte nirgendwo hingehen, weil er mich hierher gefahren hatte. Hä? What? Okay, wir hassen Josh. What do you mean? Du fährst sie einfach irgendwo hin und bist so, ja, okay, schade, du kannst nicht rein. Naja, nichts, was ich jetzt noch machen kann. 3 Stunden endlich rauskam, sprang er praktisch vor Aufregung. Oh mein Gott, war das episch. Iron Man schnippte mit den Fingern und starb, aber er hat die Welt gerettet. Er hatte den Film nicht nur ohne mich gesehen, sondern ihn mir auch komplett ruiniert. Ich dachte, der Rest des Abends würde besser laufen, aber oh Mann, lag ich falsch. Am Ende des Essens, als die Kellnerin uns unsere Glückskekse brachte, sah ich aufgeregt zu Josh, wie er seinen öffnete und den kleinen Zettel darin las. Willst du mein Date für den Frühlingstanz sein, Josh? Er sah mich total schockiert an. Petra, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber nein. Wie konntest du das denken? Du bist mehr wie eine kleine Schwester für mich. Ich okay, habe Jessica schon nach schön, einem Date Josh. Gefragt. Danke Mann, du machst schön. Das hier wirklich peinlich. Es ist halt wirklich unangenehm, quasi mit dem Kino-Ding davor. Obviously, kein guter Move. Aber das redeemt ihn sehr. Ich habe das Gefühl, alles andere wäre super weird. Ich kippte ihm das Wasser aus meinem Glas ins Gesicht. Ich wünschte, ich könnte jetzt mit dem Finger schnippen und dich verschwinden lassen. Und dann bin ich rausgerannt und mit dem Bus nach Hause gefahren. Niemand war dankbarer als ich, als die Highschool-Zeit endete und ich endlich aufs College ging. Es war nicht weit von meiner Stadt entfernt. Meine Eltern konnten mich oft besuchen oder mich auf Kaution freikaufen, wenn ein Polizist dachte, ich sei eine minderjährige Fahrerin. Meine Güte, das ist das 3. Mal diesen Monat. Warum seid ihr Polizisten so dumm? Sehen Sie nicht, dass es ein echter Führerschein? Das meint sie nicht so, Officer. Komm, Süße. Lass uns gehen. Meine Eltern standen immer hinter mir. Okay, aber andere Frage. Das ist richtig unsicher, oder? Weil,
Okay, ich habe hier viele Fragen, okay, in der Geschichte. Ich habe das Gefühl, viel. Also, obviously ist ihr Leben richtig kacke. Das tut mir auch voll leid. Und ich habe das Gefühl, da kannst du auch nicht viel machen, weil die Leute ja. Also, die meinen es ja alle nicht böse im Endeffekt. Es ist halt, du kannst ja nicht einfach jemanden durchlassen, der offensichtlich aussieht wie keine Ahnung, 10 und der hier Auto fährt. Also, es ist halt einfach. Das machst du halt nicht. Den hältst du halt immer an, weil es halt super gefährlich ist. Zu einem gewissen Alter bist du halt auch noch klein. Und bis zu einem gewissen Alter kannst du halt einfach nicht Auto fahren, weil deine Beine sind zu kurz, du kommst nicht ans Gaspedal oder an die Bremse dran, du kommst nicht ans Lenkrad ran, weil deine Arme zu kurz sind. Und im Normalfall, glaube ich, muss man bis zu einem gewissen Alter auch so eine Sitzerhöhung. Ich weiß ich jetzt nicht, ob du dann einfach fahren kannst. Also es wirkt einfach wie ein Ding, was man nicht machen Und sollte. wie frustrierend es für mich war, die ganze Zeit wie ein Kind behandelt zu werden, bis ich Andrew traf. Okay, In ich habe meinem das Gefühl, zweiten. ab einem bestimmten Punkt wird's okay, weil wenn du irgendwann 30 bist und du siehst aus, wie als wärst du noch super jung, dann ist es cool für dich. Beziehungsweise, wenn du so 40 bist wahrscheinlich und dann siehst du noch aus wie eine 20-Jährige, dann denkst du dir, Jackpot, ich sehe noch voll gut aus, alle anderen sind schon voll alt und haben Falten, aber ich nicht. Und an den ganzen Part, das sehe ich irgendwo, aber davor ist dein Leben halt wirklich, wirklich kacke. Im Studienjahr habe ich eine Stelle als Assistentin für einen Professoren angetreten. Ich wusste, dass die anderen Studenten sich hinter meinem Rücken über mich lustig machten, aber eines Tages gingen sie wirklich zu weit. Dem Professor ging es nicht so gut und ich übernahm den Kurs. Sobald ich ihnen den Rücken zukehrte, wurde ich von einem Dutzend Papierkugeln getroffen. Ich drehte mich um und sah alle kichern. Ich bin eure Lehrerin. Haben eure Eltern euch keinen Respekt beigebracht? Du bist nicht unsere Lehrerin. Du kannst nicht einmal die Spitze der Tafel erreichen, ohne auf einem Hocker zu stehen. Geh zurück zur Schule, Loser. So kannst du dich nicht benehmen. Ich möchte, dass sich jeder, der dafür verantwortlich ist, entschuldigt. Sofort. Oder du tust was? Holst dich aus bei deiner Mami? Oder ich werde dich bei jeder Aufgabe durchfallen lassen. Dir ist klar, dass ich sie benote, oder? Oh nein, ich hab Angst. Miss Petra, verzeihen Sie mir, wenn ich Ihnen ein Lolli gebe? Das reicht. Raus! Super. Kommt, Leute, lasst uns gehen. Wir brauchen uns keine Befehle von irgendeiner Highschool-Streberin erteilen zu lassen. Und so ging die ganze Klasse raus. I don't Ich know, ich habe versuchte das cool. Gefühl, lass die halt einfach durchfallen. Also, du musst ja nicht mit deinen Unileuten befreundet sein. Ich habe das Gefühl, das sind meistens eh einfach riesige Kurse mit Leuten. Die kennst du eh nicht. Lass sie aber durchfallen. Dann machen die das vielleicht noch einmal und dann fallen die wieder durch und danach lernen die ihre Lektion, Cool schätze ich zu mal. bleiben, aber als alle weg waren, brach ich voller Wut in Tränen aus. In Ah. diesem Moment fühlte ich eine sanfte Berührung auf der Schulter. Ich blickte hoch und sah, dass es Andrew war, einer der Schüler. Tut mir echt leid, wie sie dich behandelt haben. Ich finde, du bist wirklich schlau und wunderschön. Wir wurden Freunde und bald darauf begannen wir uns zu daten. Er war einfach der tollste Kerl und obwohl er viel älter aussah als ich, schämte er sich nie in der Öffentlichkeit, meine Hand zu halten, auch wenn uns seltsame Blicke trafen. Ein paar Weiß Wochen ich später nicht. hatte ich ein Praktikumsgespräch in einer anderen Stadt und Andrew bot an, mich zum Flughafen zu bringen. Als ich gehen wollte, nahm er meine Hand. Viel Glück, Süße. Ich hoffe, du bekommst es, aber ich werde dich vermissen. Und dann zog er mich an sich ran für unseren ersten Kuss. Mein Kopf Wie drehte lange seid sich ihr noch denn immer schon vor zusammen? Das war Freude, euer erster als Kurs, das macht überhaupt gar plötzlich keinen ein paar Sinn. Polizisten auf uns zugerannt kamen. Sir, bitte entfernen Sie sich von dem Kind. Was ist das Problem, Officer? Wir haben in letzter Zeit viele Äußerungen über eine Bande erhalten, die junge Mädchen entführt. Sie müssen mit uns ins Revier kommen, um ein paar Ich finde Fragen es zu schön, wie sie da so beantworten. wegschmilzt. Warten Sie, was? Er ist kein Entführer, er ist mein Freund und ich bin 20 Jahre alt. Die Polizisten hörten nicht Klar. auf uns und wir wurden auf das Polizeirevier Es gebracht. ist auch Meine einfach dumm. Eltern Also, ich habe mussten das Gefühl, wieder. das machst du einfach nicht. Ich weiß halt nicht, was du machst. Ich habe leider keinen Gegenvorschlag hier. Ich habe das Gefühl, das ist einfach dumm. Das machst du nicht. Okay? Das weißt du doch, dass die Gesellschaft Mit so meiner reagiert. Geburtsurkunde und Babybildern kommen, damit sie uns endlich gehen ließen. Es stellte sich heraus, dass die Leute am Flughafen Videos davon gemacht hatten, welche in den sozialen Medien viral gingen. Die Leute sagten alle möglichen gemeinen Dinge über mich und Andrew. Und zu allem Überfluss war die Firma, bei der ich das Vorstellungsgespräch hatte, nicht besonders glücklich, dass ich einfach nicht auftauchte. Also bekam ich das Praktikum auch Ja nicht. gut, Ich war das mehr macht als Sinn. wütend. Also habe Logischer ich selbst die Part. sozialen Medien genutzt und ein Video gepostet, in dem ich darüber sprach, wie ich wegen meines Aussehens immer diskriminiert wurde. Das Video ging viral und ich erhielt viele positive Rückmeldungen und Unterstützung. Der öffentliche Druck veranlasste die Polizei, sich offiziell zu entschuldigen, und die Firma bot mir sogar wieder mein Praktikum an. Meine Situation hatte wirklich großes Interesse in der Öffentlichkeit geweckt und ich wurde Okay. zu unzähligen TV- und Online-Interviews eingeladen. Alles, was sie immer wissen wollten, war das Geheimnis meiner Jugend. Ich merkte, dass die Leute mich beneideten.
Eines Morgens hob ich die Lokalzeitung auf und war absolut entsetzt, als ich mein Gesicht groß auf der Titelseite sah, mit der Schlagzeile: Mädchen entdeckt das Geheimnis der ewigen Jugend. Schatz, komm her und schau aus dem Fenster. Ich war schockiert. Eine riesige Menschenmenge stand vor unserem Haus und als sie mich am Fenster entdeckten, fingen sie an zu schreien. Hast du die Quelle der ewigen Jugend entdeckt? Sag uns, wo sie ist. Ich dachte, die gibt Interviews, dass sie eine seltene Krankheit hat. Wieso verstehen die Leute das denn alle falsch? Mann, um so jung auszusehen, ich würde alles dafür geben. Mit ihrer Anti-Aging-Formel für jugendliche Haut werden wir Millionäre. Arbeiten sie für unser Hautpflegeunternehmen. Das war der komplette Wahnsinn. Ich musste es beenden. Ich öffnete das Fenster und alle wurden ganz still, um zu hören, was ich zu sagen hatte. Hör zu, es gibt kein Geheimnis. Es ist etwas, das ich schon immer hatte. Okay, aber andere Frage. Weil die andere ja gerade hier den Geldaspekt reingebracht hat. Kannst du nicht, technisch gesehen, einfach super viele Leute, ich will jetzt nicht sagen abziehen, aber rein theoretisch, kannst du denen ja einfach sagen, du hast das Geheimnis der ewigen Jugend entdeckt, du hast super viel kostenlose Publicity gekriegt. Du kannst sagen, Jungs und Mädels, listen up, ich habe das Geheimnis, es sind ein paar Schritte, die ihr machen müsst. Ich erzähle dir euch in meinem Kurs, den ich hier... Wisst ihr, was ich meine? Wie diese ganzen Millionäre, die dir... Beziehungsweise Millionäre, die dir Kurse verkaufen wollen und dir zeigen, wie du Millionär bist. Die obviously alle nicht funktionieren, aber das ist ja nicht illegal. Just saying. Das ist kein Segen. Ich wurde mein ganzes Leben nie ernst genommen. Ich habe die ganze Highschool-Zeit damit verbracht, gemobbt zu werden. Aber ich schätze, das macht auch Meine Botschaft an euch ist, dass wir alle lernen müssen, in unserer eigenen Haut glücklich zu sein und jeden so zu akzeptieren, wie er oder sie ist. Zum Glück verbreitete sich die Nachricht weit und breit und die Leute störten mich nicht mehr. Aber ich wurde trotzdem ziemlich bekannt und regelmäßig zu Gesprächen über Selbstakzeptanz und gegen Mobbing eingeladen. Okay, das ist auch gut. Ich bin jetzt mit Andrew verheiratet und wir haben zwei kleine Kinder. Na und gut. Ehrlich gesagt stört es mich gar nicht, wenn jemand sagt, dass ich nicht wie eine Mama aussehe. Alles klar. Weiß ich nicht, wie realistisch alles ist, aber alles in allem würde ich sagen, eher bessere Geschichte. Es gab schon wirrere, wo man sich denkt, okay, die Leute haben es komplett ausgedacht. Huch. Alrighty, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch. Da schreibt mir gerne in die Kommentare eure Meinung zu allem und ob ihr das öfter sehen möchtet. Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!